Montag an einem Mittwoch. So ist das. Genau, so ist das manchmal. Wunderschönen guten Morgen und sehr cool, dass du da bist. Ja, es freut uns. Ich hoffe, ihr habt euch gut versorgt. Tee, Kaffee, wer weiß, vielleicht auch was anderes. Vielleicht ein Käsebrötchen. Zum Beispiel ein Käsebrötchen könnte sein. Ja, was machen wir denn heute? Heute soll es um was ziemlich Cooles gehen, nämlich um die Zukunft oder aber auch um Unternehmen 2025. Und wir haben für euch 5 sichere Merkmale rausgesucht, die beweisen, dass du bereit bist für deine unternehmerische Zukunft. So, in Posing können wir. Ja, also wir haben uns ja, ihr werdet schon merken, wir haben uns ein bisschen die Überschriften angepasst, denn, und da passt auch quasi unser erstes Merkmal dazu, in einer bisschen anderen Variante, aber dennoch unser erstes Merkmal für, bist du ausgerichtet auf 2025? Achtung, ja, wir haben uns auch nicht vertan, wir meinen nicht 2020, wir meinen nicht 2021, wir meinen für die nächsten 5 Jahre, also nochmal für alle, für 2025. Das ist unser erstes Merkmal, liebe Regina. Und was sehen wir auch momentan, woran sich so manche aber wirklich nie gar nicht halten? Das erste Merkmal ist, du hast in dieser Krise, die uns gerade so durchschüttelt, alle deinen Ruf nicht ruiniert mit schlechter Kommunikation. Ja? Jetzt mal, was meinen wir damit? Weil schlechte Kommunikation ist ja eine Ansichtssache unter Umständen. Grundsätzlich, das erste ist, du hast nicht kommuniziert. Ja, das ist schon mal oberste Prio, weil dass Geschäfte geschlossen sind, dass Betriebe geschlossen sind oder aber im Homeoffice sind oder was auch immer, heißt ja nicht, dass man nicht mit den Leuten kommunizieren darf oder sie darüber informieren könnte, was gerade so abgeht. Ja. Also das, die schlechteste Kommunikation ist immer die Nicht-Kommunikation. Das heißt also, dass schon mal ihr habt kommuniziert, ihr werdet kommunizieren. Alter, was meinen wir sonst noch so mit schlechter Kommunikation und insbesondere den Ruf ruiniert? Jo. Also, wer diverse Meinungen sind damit nicht gemeint. Das ist ein Unterschied, ob ich eine diverse oder vielleicht sogar ein bisschen eine polarisierende Meinung poste oder nach außen kommuniziere oder Meinungen, die einfach komplett schwarz und weiß sind, die keine Reflexion haben oder, wie wir seit neuesten Versuchen als wissenschaftlichen Begriff zu etablieren, das Ego-Gequengel. Also wer sich mit Ego-Gequengel oder Ich-Kommunikation und solchen Geschichten als Unternehmerinnen und Unternehmer präsentiert, ja, das meint insbesondere auch die privaten Profile, der wird langfristig damit ein Problem haben, weil die, das ist ein Brand-Awareness oder die Awareness grundsätzlich sehr, sich gerade anguckt, definitiv auf solchen Sachen sehr, sehr hoch ist und der Kunde, Konsument, wie die B2B-Seite das sehr genau sieht und insbesondere dann auch gerne Aufträge nicht vergibt beziehungsweise Sachen nicht einkauft. Also ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich herrlich ungeniert, gilt in Krisensituationen definitiv 100% nicht. Also achtet auf eine gute Kommunikation, das heißt natürlich kann man auch vielleicht Sachen, die nicht ganz Mainstream sind oder sonst irgendwas, aber es gibt so eine Grenze, insbesondere in solchen Zeiten, da sollte man dreimal drüber nachdenken, ob man da noch auch dahinter steht, in einem Post, sagen wir mal 2023. Yes, und ich glaube, dazu ist eine Grundsätzlichkeit wichtig zu wissen oder Grundverständnis, dass dein privates Profil ein Ausdruck von deiner Unternehmenspersönlichkeit ist. Das heißt auch, du hast eine Verantwortung mit einem Unternehmen, nimmst du dir immer eine Verantwortung an. Und ich sage immer zu den Leuten, wir sind hier nicht zum Spaß. Ja, also natürlich darf das auch Spaß machen, aber so ein, das private Profil ist schon auch ein Stalking-Bestandteil von potenziellen Kunden. Insofern sollte es schon auch durchdacht sein und ich glaube nicht, dass du auf eine private Netzwerkveranstaltung oder eine Netzwerkveranstaltung, die physische Netzwerkveranstaltung, so muss ich sagen, reingehen würdest und irgendeinen Zeitungsartikel hochhalten würdest und sagen würdest, das ist jetzt meine Meinung und ihr müsst mir jetzt alle folgen. Ich glaube es nicht. Und ich glaube, man muss diesen virtuellen Raum auch so verstehen, dass das da auch nicht funktioniert. Ja?
Genau. Also deswegen da einfach nochmal drauf achten. Und es gibt einen feinen Unterschied zwischen, was privat an Küchentischen oder auch in einem privaten Zoom-Raum diskutiert wird und was, wozu ich in dem Moment, wo ich eine Social-Media-Plattform, Privatpage oder sonst was sonst öffentlich, automatisch öffentlich kommentiere und Stellung beziehe. Sollte man dreimal drüber nachdenken. Und deswegen auf der anderen Seite nochmal, der erste unternehmerische Fehler ist trotzdem nicht zu kommunizieren. Yes. Unser zweites Merkmal für zukunftsgerichtete Unternehmen. Ja, dass du dich die letzten Wochen vorwärts bewegt hast in deinen Prozessen, in deinem Geschäftsmodell, dass du natürlich nach dem ersten Schockmoment vielleicht, nach dem ersten Fuck, was ist das jetzt, einfach begonnen hast, deine Prozesse zu überarbeiten, wahrscheinlich auch musstest, wenn deine Mitarbeiter im Homeoffice sind und so weiter und auch dein Geschäftsmodell beziehungsweise dein Vertrieb ein Stück weit angepasst hast auf die Voraussetzungen 2020 und auf die digitale Welt. Ja, definitiv auch da nochmal ganz wichtig. Nach einem Schock sind alle ein bisschen im Possumstarre. Das ist ein normaler Moment. Der eine Teil fällt in bodenlose Hektik, die anderen in Schockstarre. Wir sind aber da schon längst raus und die Unternehmerin und der Unternehmer hat, wie wir es gerade schon gesagt haben, eine andere Verantwortung für sich selbst, für seine Familie, für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das heißt, vorwärts ist die einzigste Richtung und die vorwärts ist nicht kopflos. Das heißt, wer jetzt quasi immer noch in der Schockstarre ist, und zwar, man sieht es auch zum Beispiel insbesondere von sehr betroffenen Branchen, es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied, ob zum Beispiel Gastronomie-Initiativen bewegt, ja oder nein. Deswegen hier mal meine Lieblings-Kölner, natürlich Gastronomie, die eine ganz großartige, es gibt eine Interessengemeinschaft Kölner Gastronomie, die wirklich einen Bombenjob die letzten Wochen geleistet haben und auch schon zum Beispiel eine Vorlage im und auch schon verabschiedet bei uns quasi durch die Stadt durch ist, dass der Sommer, dass Parkplätze umgenutzt werden können für öffentlichen Raum als Restaurantfläche und sonst irgendwas. Und das ist, wie gesagt, das ist schon durchgegangen. Jetzt geht es um die praktische Umsetzung. Da sieht man mal, wie eine solche, und die sind nun mal wirklich, ich meine, die haben nichts falsch gemacht und denen wurde die Bude zugesperrt. Ja, der Rest, wie sehr die sich vorwärts bewegen und wie sehr die eben an ihren Sachen arbeiten und wie sehr die eben als auch mit Lieferservice und sonst was in den letzten Wochen viele um die Ecke gekommen sind. Das sind genau diese Beispiele von, die haben sich vorwärts bewegt. Und wir haben auf der anderen Seite viele, die eher so im Dienstleistungsbereich sind, sich quasi in immer noch Jammerland und sonst irgendwas bewegen oder in, also unternehmerische Prioritäten nicht unbedingt als die höchste Variante sehen. Was für ein Unternehmen, was auf 2025 ausgerichtet ist, natürlich immer eine nicht sonderlich schlaue Idee ist. Yes. Kommen wir zu unserem dritten Punkt. Ich finde ihn ja wunderschön. Der gilt eigentlich immer, aber jetzt gilt er insbesondere, wir sehen dich nicht nach der guten alten Zeit. Weil, wenn wir mal genau überlegen, sind die alten Zeiten vielleicht gar nicht so gut gewesen und das Hirn macht gerne mal so ein bisschen Seifen drüber, über die Erinnerung, was früher alles besser war. Wir können aber Fortschritt nicht mit dieser Sehnsucht nach der guten alten Zeit verhindern. Das wird niemals möglich sein und Unternehmen entwickeln sich hoffentlich weiter, Menschen tun es hoffentlich auch, Gesellschaften tun es hoffentlich auch. Und diese Sehnsucht nach der guten alten Zeit ist immer so, ja, schon so ein Marker von, ich habe so keinen großen Bock drauf, dass sich was verändert und meine Komfortzone, die fürchterliche Komfortzone, ist so gemütlich geworden, dass es eigentlich jetzt nicht mehr anders werden soll. Ja. Im Prinzip ist es halt das auch wichtig, dann wirklich so, also ich will ja eigentlich nur Normalität haben wir. Sie ist halt jetzt nur anders. Wer noch nicht an dem Punkt ist, bitte dran arbeiten. Mindset-Thematik, hier, ich hab's gesagt. jetzt ist es soweit. Und wenn man halt insbesondere unternehmerisch den Move macht, dass ich mich nach der guten alten Zeit zurücksehne, die auf Corona wird uns die nächsten 2 Jahre mindestens beschäftigen, in welcher Auswirkung auch immer. Es wird uns aber auch definitiv bis 2025 beschäftigen. Wer sich also nach der guten alten Zeit sehnt, in der Hoffnung, dann würde sein Business wieder funktionieren, der hat genau das nicht verstanden, was gerade notwendig ist, sich vorwärts zu bewegen. Und im Sinne, naja, wenn es Sachen, die in der alten Vergangenheit gut waren, zurückkommen, ist das cool. Aber wenn ich mich einfach nur nach dem sehne, dann bewege ich mich eben genau nicht vorwärts, sondern hoffe drauf, einfach quasi wie so ein kleines Kind oder der Bettdecke, es wird schon vorbeigehen und dann ist morgen alles wieder gut. Das kann man sich als 3-jähriges Kind leisten oder vielleicht auch ein paar anderen Altersstufen. Aber ihr habt ein Unternehmen, ihr habt Mitarbeiterinnen, ihr habt eine Verantwortung. Das geht einfach schief. Yes. Kommen wir schon zum vierten Punkt. Du hast Bock,
Neues zu lernen und dein Geschäftsmodell anzupassen. Ja, das ist das Geile. Das ist dieses schöne Gold in der Krise, würde ich jetzt mal sagen. So sagen, okay, alles klar, ich habe jetzt die Chance. Natürlich ist das scheiße, brauchen wir nicht sprechen, aber ich habe jetzt die Chance, was Neues zu lernen. Ich habe die Chance, was Neues in meinem Unternehmen zu etablieren. Ich habe die Chance, mein Geschäftsmodell anzupassen. Und wir wissen alle, dass das aufwendig ist. Aber ich bin einfach bereit, diesen Aufwand in Kauf zu nehmen, weil es danach, naja, wahrscheinlich geiler ist als vorher. Ja, ich habe letzte Woche ein Podcast-Interview für die USA gegeben, für Tennessee und irgendwie ein bisschen größer. Und da wurde ich gefragt, was so ein Zitat war, was mich unternehmerisch am meisten geprägt hat. Man, glaube ich, hatte irgendwie erwartet, jetzt kommen irgendwelche großen Namen. Nee, es war meine Oma, mütterlicherseits. Und das ist eingedrillt und das ist im Prinzip der Satz, der auch dahinter steckt. Situationen können gut oder schlecht sein, aber der Gag an der Stelle ist, aus jeder Vorlage etwas zu machen. Nicht das Gute in jeder Vorlage zu suchen. Sorry, den Spaß kann man sich sparen. Woran soll ich jetzt gerade aktuell das Gute in der Situation suchen? Also sorry, das ist verschwendete Liebesmühe. Ja? Ich finde auch diese Posts irgendwie total peinlich. Also die Natur kommt zurück. Kinder, wir sind in einer globalen Pandemie. Leute sterben und ihr habt so ein Reh vor der Haustür. Also da setzt bei mir dann so ein bisschen die Wahrnehmung schon aus. Der Unterschied ist, an der Stelle zu sagen, egal wie meine Vorlage gerade ist, ich kann aktiv, proaktiv was daraus machen, was Positives draus machen. Und das ist wirklich, dann muss ich eben neue Skills lernen, dann muss ich mein Geschäftsmodell weiterentwickeln, dann hebe ich vielleicht ungeahnte alte Skills wieder raus. Aber es ist meine Möglichkeit, aus egal welcher Situation, etwas Positives zu machen. Und das, was die Leute gerne machen, sie suchen dann auf einmal das Positive in der Situation, was pure Passivität ist. Wer das gerade nochmal braucht und was Positives, ja, schön. Aber als Unternehmer unternimmt man was. Und diesen proaktiven Aspekt, der geht ganz schnell hinten runter, weil ich ja das Positive jetzt gerade in der Situation sehe. Bei einer globalen Pandemie ist das ein bisschen schwierig. Kann man was draus machen? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist eine ganz andere Grundhaltung. Da ist er wieder, der Begriff mit der Haltung. Du immer und deine Haltung. Du und ich meine Haltung. Das ist echt schlimm. Und dann sagt sie meinte und Haltung. Aber heute ist wieder so ein Tag. Heute haut sie wieder mit dem Ofen. Heute ist wieder so ein Tag, genau. Ja. Kommen wir zum fünften und zum letzten Punkt. Und der ist, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig, weil er nämlich diesen empathischen Aspekt einfach mit drin hat, ja. Dass du die Chance nicht nur für dich und deinen eigenen Geldbeutel siehst, sondern wirklich die Chance in unserem Bezug jetzt auf den gesamten deutschen Mittelstand, in der Steigerung vom Arbeitsniveau, in der Verbesserung von Prozessen, in der Digitalisierung von Geschichten, die man gerne hinten runterfallen hat lassen, whatsoever, ja. Also, dass das wirklich als Gesellschaft oder als Unternehmergemeinschaft was bedeutet und dass da wirklich Chancen drin sind und dass es nicht nur um dein eigenes Konto geht. Dein eigenes Konto ist fein und schön, aber das ist nicht der einzige Punkt, warum wir hier rumturnen und Unternehmen führen, lustigerweise. Ja. Ansonsten sind wir wieder beim Ego-Gequengel. Ja, also wenn ich in solchen Situationen nur meinen eigenen Geldbeutel im Auge habe, dann ist das nichts anderes als das gleiche Ego-Gequengel. Es ist genau das gleiche in Grün. Ja, also wenn nur ich irgendwie, aber ich, mein Unternehmen, dann verschmeiße ich die Chance, die gerade auf dem Tisch liegt, nämlich Zukunft zu gestalten, Zukunft im gesellschaftlichen Sinne zu gestalten. In welcher Welt möchte ich denn morgen leben? Denn nach einer Krise müssen wir Wiederaufbau betreiben. Wir müssen nach einer Krise Dinge neu denken. Und entweder kann ich mich daneben hinsetzen und sagen, aber ich wollte doch mein, was auch immer. Oder ich gestalte diesen Prozess proaktiv mit. Ich gestalte neue Arbeitsmöglichkeiten für Mitarbeiter. Ich kreiere neue Geschäftsmodelle. Ich überdenke all, was bei mir auf dem Schreibtisch liegt und mache auch Dinge, die vielleicht eben man sonst vielleicht auch teilweise nicht unbedingt so machen würde. Bietet neue Produkte an oder tut sich andere Dinge an, teilweise gepaart mit einem UX-Design aus der Hölle. Aber das ist genau das, dass der Unternehmer und die Unternehmerin diesen Verstand hat, sich hinzusetzen und sagen, okay, wenn ich das tue, dann wirkt das auf mein Geldbeutel, aber kann ich einen Schritt weiter denken? Kann ich einen Schritt mehr Impact haben, einen Schritt weiter skalieren an der Stelle? Und das ist, wenn wir haben ja in den letzten Folgen immer wieder diesen Übertrag gemacht. Was heißt das? Was sind unsere Schlussfolgerungen für die Kleinen, also Solopreneure? Und was sind unsere Schlussfolgerungen für den größeren Mittelstand?
Und für die Solopreneure ist es eben genau das noch viel mehr. Ihr habt eine viel, ihr könnt euch viel freier bewegen. Ihr könnt quasi über Nacht neue Dinge kreieren und neue Dinge in den Markt reinbringen. Und ich habe in den letzten Wochen immer wieder Interviews gelesen, bezogen auf die Solopreneurs, dass sie keine Soforthilfe und sonst irgendwas bekommen. Was natürlich in sich schon irgendwie ein bisschen bescheuert ist, weil klar, da hat die Politik mal nicht wieder ganz so verstanden, wie unsere Geschäftsmodelle an der Kostenseite funktionieren. Ja. Aber auf der anderen Seite, in diesen Interviews kamen auch ganz viele mal raus, ja, ich will halt auch nicht. Man kann jetzt ja kein Gruppencoaching in die digitale Welt abbilden, weil die Kunden wollen das ja nicht. So, ich denke so, ja, alter Schwede, also was hast denn du jetzt? Gut, dann macht's halt jemand anders. Wer die digitale Seite jetzt nicht mitträgt, kann sich ganz klar sagen, es wird jemand anderes machen. Und die Solopreneure, die eben halt, weil sie nicht den monströsen Apparat hinten dran haben, sich vorwärts zu bewegen, sind definitiv an der Stelle die sich auch für 2025 ganz anders aufstellen können und vielleicht auch endlich mal, und ich meine, das ist jetzt gemein, aber streuen wir mal Salz in die Wunde, seitdem wir die Talkshow machen, reden wir über eins, finanzielle Tragfähigkeit. Und das kann auch nicht sein, dass der Solopreneur nicht mal im Monat 2 oder 3 Rücklagen habe. Was ist denn das für ein Geschäftsmodell? Was ist das? Das ist doch keine Tragfähigkeit drin. Wenn ich ganz frisch gegründet habe, nochmal, gerade Use on Slack oder gerade irgendwie mich voll im Wachstum bewegen, aber dann ist es auch idiotisch. Ja? Also, aber es kann doch nicht sein, dass ich, wir reden so lange über finanzielle Tragfähigkeit, genau die jetzt, die man genau jetzt braucht. Und das hat aber da nicht wirklich so jemanden, Großteils des Marktes wohl interessiert, denn die sind nicht finanziell tragfähig, weil sie nicht mal einen Monat Reserve haben. Und das sind nicht Geschäftsmodelle, die saisonabhängig sind. Das sind nicht Geschäftsmodelle, denen extern die Bude zugesperrt worden ist, sondern eigenverantwortliche Geschäftsmodelle. Und dann brauche ich mich nicht, dann ist genau der Punkt, wenn ich das noch nicht auf der Seite habe, dann werde ich auch 2025 es nicht auf der Seite haben. Und was heißt das? Stand, Frau Westenthal? Ja, brauchen wir noch eine Schlussfolgerung. Für den Mittelstand heißt es ganz klar, und das heißt auch für die Solopreneure, ja, ganz klar, dass du in der Lage bist, mit deinem Unternehmen wirklich die Zukunft mitzugestalten. Und dass du dir das jetzt am besten, allerbesten jetzt, am besten dir schon vorgestern bewusst machen musst, dass es genauso ist, dass es nicht ein Warten drauf ist, dass irgendjemand für dich die Dinge erledigt, sondern dass es wirklich jetzt heißt, anpacken und umsetzen und schauen, wo kann ich mich verbessern. Das heißt nicht, dass du in allen Dingen immer perfekt sein musst. Das heißt auch nicht, dass dein Unternehmen in allen Dingen immer perfekt ist, sondern das heißt, es ist deine Entscheidung und deine Verantwortung auch, mit deinem Unternehmen die Welt mitzugestalten, ja, und unsere Gesellschaft mitzugestalten und diese Zukunft wirklich auch möglich zu machen und auch möglich zu machen, dass es 2025 einen soliden deutschen Mittelstand gibt, ja, genauso wie ein solide Solopreneur-Geschäftsmodelle, ja. Es geht immer darum, solide Dinge solide zu wirtschaften und wirklich eine geile Basis zu haben, weil ansonsten ist 2025 halt, was weiß ich, eine Marktübernahme von XY, dann sind die anderen schneller und das ist immer, und dann sind die anderen in dem Bereich, wo du nicht stattfindest. Also wenn du auf diesen Social-Media-Plattformen, wenn du online, wenn du die digitale Seite einfach hinten runterfallen lässt, immer wieder in deinem Geschäftsmodell, in deinen Prozessen, in deiner Außenkommunikation, in deinem Vertrieb, wenn du das immer wieder hinten runterfallen lässt, ist ja nicht so wichtig, ja, dann ist 2025 wahrscheinlich nicht dein Jahr. Also das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Man kann halt andere Dinge machen, aber den Titel Unternehmer und Unternehmerin wird man dann eher seltener führen. Just saying. Ja, und es geht wirklich darum, dass da eine Verantwortung ist für die Zukunft und dass ich eine Gesellschaft nur so mitgestalten kann, wie ich mich auch einbringe und wie ich bereit bin, mich mit zu verändern und mitzubewegen. Und das ist halt einfach ein ganz einfacher Punkt im Grunde, aber einer der schwersten Punkte. Ja, also deswegen checkt ihr unsere Vorschläge an den 5 Merkmalen. Denkt ihr, es gibt andere 5 Merkmale? Meint ihr, wir lagen damit gut oder falsch? Wie auch immer, wir freuen uns über zahlreiche Kommentare auch im Nachgang auf diversen Plattformen und freuen uns ansonsten bis nächste Woche wieder mit oder ohne Technikdrama. 8:30 Uhr, 8:30 Uhr.
Das 38 plus minus. Plus minus irgendwie so. CT. Habt eine wunderschöne Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.